herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir haben heute mal wieder eine Kleinigkeit für Weihnachten gezaubert, einen schönen Adventskranz aus Keramik. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das gemacht wird, geht ganz einfach, bleibt ein paar Minuten dran. Um so einen tollen Stern zu zaubern für Advent, als Adventsgesteck oder so, braucht ihr gar nicht viel. Ihr braucht natürlich die Form, wo man die bekommen kann, das verlinke ich euch wieder. Und ihr braucht eine Gießmasse. Ihr könnt dafür Gips nehmen, ihr könnt da eine Keramikgießmasse nehmen, ihr könnt da auch Beton für nehmen. Ich mache mir den Stern in Weiß. Das ist jetzt hier eine Gießmasse von der Troll Factory. Ich verlinke euch alle Materialien natürlich, wo ihr die findet. Das Mischungsverhältnis ist hier wieder 4 Teile von der Gießmasse zu einem Teil Wasser. Wenn man das eine Weile benutzt hat, dann weiß man, so muss die Konsistenz sein. Also ich messe mir das gar nicht mehr ab. Ich rühre das einfach ein und gieße mir meine Teile dann damit aus. Und wenn die Masse dann richtig verrührt ist, so eine schöne dickflüssige Konsistenz hat, dann könnt ihr das einfach in die Form einfüllen. Ihr braucht bei Keramik-Gießmassen nicht einölen. Ich glaube, auch bei Gips braucht man das nicht machen. Also einfach eingießen und fest werden lassen. Keramik ist ganz toll zu verarbeiten. Viel besser als Beton, finde ich immer, weil das wirklich ganz schnell ganz fest wird. Deswegen arbeite ich da auch so gerne mit. Und ein so ein Becher reicht schon. Ja. Sieht schon jetzt schon schön aus. Ja. Und jetzt muss das Ganze dann, ja, circa eine Stunde braucht es immer zum Festwerden. Wir lassen das ruhig immer ein bisschen länger in der Form. Länger schadet immer nicht, sagen wir ja. Und lieber zu lange als zu kurz, damit es wirklich nicht bricht. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es fest ist. Wir haben die ganze Sache jetzt circa 2 Stunden aushärten lassen. Und dann kann man die Keramikgießmasse aus der Form rausmachen. Bei solchen Plasteformen, da kriege ich immer wieder die Frage, es geht nicht raus, es geht nicht. Doch, man muss mit Geduld ein bisschen drücken, ein bisschen, da muss Luft rein. Die ganze Luft ist hier nämlich raus und die Luft hält das da drin fest. Und ihr müsst jetzt überall so die Stellen Luft ranlassen und dann geht das nachher auch raus. Das muss mit Gefühl gemacht werden, immer mal ein bisschen gedrückt und gezogen. Und auch mal von innen. Und dann geht das auch alles raus. Also immer wieder drücken, drehen und zack ist das auch raus. Jetzt kann man da noch ein bisschen an den Rändern schleifen, dass das nicht ganz so, ja, eckig und kantig ist. Ein bisschen abrunden die ganze Sache überall und dann kann das Teil bemalt werden oder beklebt werden oder wie ihr das möchtet. Jetzt kommen dann auf die Unterseite einfach noch ein paar solche Klebepunkte drunter, damit man das nicht immer über den Tisch schrabst oder auf dem Schrank lang zieht. Und jetzt wollten wir noch ein bisschen Glitter drauf machen. Dafür mache ich ein bisschen Kleber. Ihr könnt jetzt entweder Serviettenkleber nehmen oder so einen Bastelkleber. Damit verziere ich jetzt hier einfach die Ränder von den Sternen und mache dann da Glitter drüber. Und dann ist da überall ein bisschen Silber. Und dann wird jetzt über den Kleber einfach dieser Glitter drüber gestreut. Der haftet dann da natürlich fest. Der Kleber, der trocknet durchsichtig weg. Und dann hat man diese Glitzerstellen. Das mache ich jetzt erstmal ringsrum. Das muss jetzt natürlich richtig satt aufgetragen werden, damit überall schön an dem Kleber was haften bleiben kann. Jetzt können die Reste dann abgeschüttelt werden. Und das sieht dann schon mal cool aus. Das sieht so schon cool aus. Glitter sieht immer gut aus. Die Reste kann man dann nachher noch ein bisschen abpinseln, also abpudern praktisch. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und die anderen Sterne, die kleineren hier, da haben wir uns überlegt, da machen wir Goldglitter drauf. Ihr könnt natürlich auch rot, grün, blau, was weiß ich drauf machen. Wir haben das jetzt für uns entschieden, dass wir Gold. Wir nicht, du. Ich habe für uns entschieden, dass wir Gold möchten. Ich hätte Weinrot genommen. Na gut. Geht, kann halt nur einer entscheiden. Ja, wie immer. Tut mir echt leid, dass du nicht an der Quelle sitzt hier.
und dann wird es halt goldig beglittert alles. Und dann gleich goldenen Glitter drauf. Ein bisschen antrocknen lassen. Und den Rest wieder abklopfen, wie wir es eben schon gemacht haben. Das kann auch richtig gut drauf gemacht werden und dann runter klopfen, abpusten. Nicht pusten, dann abqualmen. Das sind überall. Überall den Glitter. Ich war auch schon so blickig und habe da einen Föhn genommen und wegwart. Ja. So, jetzt die Reste natürlich wieder auffangen, das mache ich ja immer. Also den Glitter erstmal wieder in eine Dose zurück. Weil mir mein Mann jetzt die ganze Zeit an Ohren gelegen hat, mach doch mal was rot. Ja, dann kriegt er halt seine Kerzen hier in so Rot. So wie du das jetzt gesagt hast, habe ich das aber bestimmt nicht gesagt. Dann kriegt er halt seine Kerzen hier in Rot. Die muss ich ja nicht immer drauf lassen, die kann ich ja runternehmen. Du bist hinterhältig, ey. Nur ein bisschen. Dann wird hier auch einfach Kleber an den Rand gestrichen. Und dann auch mit Glitter voll gemacht. Und dann ist es gut. So, dann wird auch hier einfach der Glitter drüber gestreut, wieder aufgefangen. Und dann haben wir rote Glitzerkerzen. Ja, du verschwenderisch bist du. Ja, da kommt jetzt so viel hier raus, aber ich fange es ja wieder auf, ist ja nicht so wild. So sieht es doch schon mal cool aus, mit den, selbst mit den roten Kerzen. Man kann sich dran gewöhnen. Muss man aber nicht. Man kann dann auch noch ein paar Zweige so mit hinlegen, wenn ihr das irgendwo schön hingestellt habt. Ein paar kleine Zweiglein. Muss auch nicht sein, kann gemacht werden. Könnt ihr euch überlegen. Aber ansonsten ist das ein cooler Adventskranz, finde ich. Mal was ganz Modernes, Neues. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.